Einen schönen guten Morgen miteinander. Vor einigen Tagen waren wir ja schon im Tal der Tempel bei Agrigento. Seitdem, ja, ist rund eine Woche vergangen. Heute bin ich in Segesta. Auch hier gibt es einen, glaube ich, nur alten Tempel, Teile der antiken Stadt und ein Amphitheater zu besichtigen. Das Wetter ist heute nicht ganz optimal für so einen Ausflug. Es ist ziemlich windig, ziemlich bewölkt. Deswegen wahrscheinlich viel erzählen werde ich mal wieder nicht, wenn ich während ich draußen bin, weil sich es schlecht, Ton schlecht aufnehmen lässt im Wind. Aber ich denke, es kommen vielleicht trotzdem ein paar recht schöne Bilder dabei rum und jo, viel Vergnügen. Hier bin ich jetzt in einer der ältesten oder der ältesten Behausung hier. Ja, tatsächlich wurden die hier, wie man es auch aus vielen anderen der älteren Städte kennt, hier einfach nur in den Fels gehauen. Und später, als die Leute ein bisschen anspruchsvoller wurden, noch mit Wänden nach außen hin, beziehungsweise auch nach oben hin erweitert, oben mehr. Ja, mehr Platz im Haus zu haben. Ja, und diese Behausungen stammen aus einer Zeit von etwa 2 Jahrhunderte vor Christus, die ersten Spuren. Und wurden ja, immer wieder umgebaut bis hin ins Mittelalter.
ja, das war's mit Segesta. Ich denke, man hat es gesehen, es ist extrem windig gerade da oben. Es war zwar schon ganz nett, aber wenn ich jetzt vergleiche mit dem Tal der Tempel bei Agrigento, war das schon eine andere Geschichte. Hier ist vieles tatsächlich nur mehr oder weniger nachgebaut, weniger restauriert und erhalten, sondern tatsächlich einfach ja, neu errichtet in den letzten 20, 30 Jahren. Hat natürlich irgendwie dann ein bisschen anderes Feeling als tatsächlich 2000 Jahre alte Gebäude. Ja, nichtsdestotrotz durchaus sehenswert, aber ja, verglichen mit anderen Sachen, die ich bereits besucht habe, jetzt hier in Sizilien, nicht so beeindruckend. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Trapani machen. Ist nicht besonders weit von hier. Dort eine Kleinigkeit zum Mittagessen. Die Sonne kommt gerade ein bisschen raus. Ich hoffe, die bleibt vielleicht auch ein bisschen. Und dann machen wir noch eine kleine Tour durch Trapani. Ja, mal schauen.